Die gefangenen Halblinge sind in großer Gefahr, denn unzählige Meilen trennen sie von ihren Freunden. Ihre einzige Hoffnung sind die Krieger Rohans. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play die Schlacht um Mittelerde. Wir sind in Akt 7 im Saum Fangorns unterwegs. Der Saum des Fangornwaldes bildet die Grenze zwischen den weiten Ebenen Rohans und dem Reich der Ents. Alle Truppen des Bösen. Wir sind hungrig. Wir wollen Halblingfleisch. Die sind nicht zum Fressen da. Befehl Sarumans. Mut, Merry. Jetzt kannst du deinen Mut beweisen. Ach, Abschaum. Holt wir euch aus unserem Land jagen. Ach stimmt, wir haben ja gar nicht, in dieser Mission haben wir gar nicht den Genuss, dass wir Eomir und seine Truppen haben. Menschen haben unsere Pferde aufgenommen. Sondern nur ein paar andere Briten, einzelne berittene Truppen. Aber die haben immerhin Brandpfeile, sehe ich gerade. Und das finde ich sehr gut. So, sehr schön. Und wir kriegen auch Ents. Das finde ich super. So, das ist ein Bonusziel mit den... wie heißt es? Mit den Sägewerken. Aber das werden wir auf jeden Fall machen. Und wir müssen uns aber in Acht nehmen... Warte mal, du bleib mal ruhig hier in der Nähe des Wassers, weil, wenn die ein End anzünden, dann ist das sehr garstig. Und wir sehen, hier kommen Verstärkungen. Genau, Eomir und seine Truppen, die kommen noch nachgerückt. Sehr gut. Also schmeiß mal ein paar Steine auf die. Unsere Truppen werden angegriffen. So. Tja, leider daneben. Okay, ich glaube, wir müssen mal dazukommen, sonst wird unser baumiger Freund das nicht lange überstehen. Ja, glaub mir, das habe ich auf dem Schirm. Wir haben ein neues Gehöft. So, ich freue mich schon auf die Verstärkung. Was sind denn die Bonusziele? Okay. Die Armee rufen, Merry und Pippin retten, ist nur ein Bonusziel? Okay. Interessant. Wobei, komm, das kannst du auch platt machen. Dann könnt ihr hier weiter Quatsch machen. Ach, guck an, hier ist ja auch noch ein Sägewerk. Stimmt, dann machen wir das auch noch mit platt. So, es dauert nicht mehr lange, dann haben wir die Armee von Eomir mit an Bord. Im Übrigen, mir ist gerade wieder der Grund eingefallen, warum wir die als rot sehen und die hier als weiß. Das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Spieler. Die einen sind nämlich die Truppen von Mordor allgemein und die anderen, sind die der Weißen Hand, also von Saruman quasi. Ach, guck, eine Rüstkammer haben wir auch. Ja, das ist doch mal sehr schön. Dann gönnen wir uns die doch mal. Rettet sie nieder!
Na komm, und weil die Ents ewig brauchen, bis sie mal da sind, würde ich sagen, bleibt ihr beide hier hinten einfach. Und unsere berittenen Truppen kümmern sich hier um das Problem mit dem Seeschwerk. Und noch ein End. So, einmal hier Rams. Schön alles wegklatschen. Also so, dann geht doch mal hier bis zum Brunnen und heilt euch, und ihr geht auch schon mal dahin. Und gönnt euch ein wenig Heilung, so sie denn benötigt wird, bei dir vor allem. Haltet die Augen auf! Das Gehöft ist fertig. Das neue Upgrade ist bereit. Die Schlacht wartet! So, dann hol du dir doch schon mal einen Bannerträger dazu, ihr gleich auch. Zack. Ich trage das Banner Rohans. Die Schlacht wartet. Bleibt wachsam. So. Ich trage das Banner Rohans. Die geschmiedeten Klingen sind fertig. Rohirrim. Jetzt sind wir ein bisschen besser aufgestellt. So ein ganz kleines bisschen. Das ist unsere Stunde. Beeilen wir uns. Verteidigt dieses Land! Da sind sie! Sie greifen an! Rohan darf nicht untergehen! Warte, gab es ein Bonusziel für alle Ents? Nee, ne? Nee, nur mehrere Pipi müssen wir retten. Bleibt zusammen, Trainer! Oha! Werft sie alle nieder! Da kommt jetzt aber ein bisschen was auf uns zu. So, ist mir egal, ob ihr einen Buff habt. Ich buff mich selber durch. Ihr seid mal bitte so gut und kümmert euch mal schleunigst um die Speerkämpfer hier. Knallen hier mal schnell einen Heal rein. Weil die doch ein bisschen auf die Omme bekommen haben. So, da sind ja schon Mary und Pippin. Ja, guck. Dann retten wir die doch mal eben. Ja, ich glaube, die rennen direkt in den Wald. Die können wir, glaube ich, gar nicht kontrollieren in dieser Mission. Ach, guck an. Ein Feindeslager. Ja, ich glaube auch, dass dort der Feind ist. So, ihr braucht auch nochmal schwere Rüstung. Mein Gott, ihr seid echt so lahmarschig. Entschuldigt bitte, aber diese verdammten Ents, sie sind so langsam. Machst du nichts, aber egal, wir haben ja Gott sei Dank ein paar Ritter, die ein bisschen schneller sind. So ein ganz kleines. So ein Mühe quasi. Und die regeln das dann schon, ne? So, nur noch die zwei Gebäude, dann hätten wir diesen Stützpunkt weg. Und ich frage mich, ob das schon der letzte ist oder ob da noch einer kommt, aber das werden wir ja sehen.
Na? Ach so, ich muss auch alle Sägewerke zerstören. Ja gut, okay, dann. Finde ich lustig. Alle feindlichen Gebäude habe ich angeblich zerstört, aber nicht alle Sägewerke. Irgendwie macht das nicht ganz Sinn, aber gut. Dann zerstören wir mal die Sägewerke. Erledigt, lasst uns Ortsjagd. Folgt mir. Wir werden angegriffen. Sie greifen das Lager an. Bleibt zusammen, Männer. Wir reiten. Dies ist unsere Stunde. Mein Gott, jetzt haut doch nicht ab. Nur weil da so ein paar Bäume kommen. Wir werden angegriffen. Unser Land versinkt im Schatten. Folgt mir! So, müssen wir hier noch über den See, über Folgt den Fluss? Mir. Wahrscheinlich kommen wir da gar nicht rüber. Vorwärts! Ah, da ist noch ein Sägewerk. Da ist das nächste. Jo, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. So, da dürft ihr gerne alle mitkloppen. Haben wir noch wo eins? Hier hinten in der Ecke? Wahrscheinlich nicht, sonst hätten wir es ja schon so indirekt aufgedeckt. Dann marschiert man dahin und macht auf dem Weg alles zu Klump. Ach, guck an, der besagte. Nein! Schitte! Aber ich hab ein bisschen gepennt. Aber ich müsste den hier aufkratzen können, ne? Jawohl, sehr gut. Huh, Glück gehabt. Weil, warte mal, ich lasse jetzt euch jetzt gerade mal nicht die das letzte Sägewerk platt machen, weil nicht, dass Eomir dann nicht mehr lebt und der dann in der nächsten Mission nicht mehr da ist. Das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich glaube zwar nicht, dass es so ist, aber es könnte sein. Ach, da haben wir noch einen Bäumchen schon vergessen. So, zum Ende nicht, dass ihr es bräuchte, aber wir heilen euch doch trotzdem noch mal gerne zum Ende. Komm, jetzt mach ein bisschen hin. Also ich glaube nicht, dass er sterben kann, aber ich möchte es ungern auf diese Art und Weise herausfinden. Holt eure Waffen. Bleibt wachsam. So, alles was an Upgrades da ist, habt ihr schon bekommen. Hier links war auch nichts mehr als zu zerstören, meine ich. Also ein Sägewerk quasi. So, komm Eomir, wie lange brauchst du noch? Mach hinne. Ja, drei Viertel haben wir. Komm. Komm. Haltet die Augen offen. Komm, die paar Sekunden haben wir noch, ne? Ja. Ich sag einfach mal ja. Wir müssen das Übel aus unserem Macht jagen. Kampfbereit. So, komm, dann machen wir jetzt auch den Sack zu. Komm, das war's. Der Feind ist vernichtet. Sehr gut.
So, dann schauen wir uns doch mal die Punkte an. Bonusziele haben wir alle erreicht, deswegen bin ich guter Dinge, dass wir einen Gesamtsieg einfahren werden. Sehr gut. Wunderbar, 30 Kommandos und 10% Rohstoffe gibt es noch on top, das ist ja ein Träumchen. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben, tschüss, Sikowski.